Breaking ist nicht nur etwas Physisches, sondern es ist etwas, das man Gefühl transportiert. Ich bin in Basel geboren und aufgewachsen und stamme aus einer traditionellen türkischen Familie, wo Kunst und Sport nicht so einen Stellenwert hatte. Wo am 10. Schuljahr muss ich abbrechen, damit ich mich voll und ganz auf die Kunstform konzentrieren kann. Es war auch der Moment, in dem für meine Eltern so ein bisschen wie die Welt zusammengebrochen ist. Ich würde sagen, dass ich eher ein ruhiges Kind war, aber so ziemlich unruhig im Körper. So immer ein bisschen auf der Suche nach etwas, wo ich mich ausdrücken kann oder mich entfalten kann. Ich weiss nicht ganz genau, wie meine Skater-Kollegen zum ersten Mal mir Breakdance präsentiert haben. Sie haben sich so am Boden geworfen und irgendwelches Stuff gemacht. Nachdem sind wir eigentlich immer wieder dort in das Jugendtreff zurück. Die Leidenschaft, die mich berührt hat und auch Liebe zu dieser Kunstform. In diesem Jugendzentrum bin ich auch unter anderem auf meinen Namen gekommen. Sie haben mich gesehen trainieren oder einfach sein und am Ort und sie haben so gefunden, das Kind ist tough. Die ganze Kultur hat mir quasi ein Live-Lesson gegeben und hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Wir sind bedingungslos geliebt worden von den Eltern. Und das erste Mal, wo sie mich gesehen haben, bevor wir, das haben sie dann, glaube ich, zu tief berührt.